Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Hausstylist in die Sims 2. Ich freue mich mega. Wir sind gerade hier in einem Apartment-Komplex. Den habe ich momentan zu einem normalen Wohnhaus umgecheatet. Den Cheat dafür packe ich euch hoffentlich in die Videobeschreibung. Wenn nicht, schreibt mir da gerne nochmal einen Kommentar, dann hole ich das nach. Und ja, wir haben jetzt hier ein normales Wohnhaus, was eigentlich ein Apartmenthaus ist. Was aber den Vorteil hat, wir können jetzt hier alles umbauen. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ich habe mir dieses Duplex-Ding ausgesucht. Ich fand das ganz gut, weil das Ganze ist für unsere Serie Red. Wir sind hier in Downtown, wie ihr schon sehen könnt. Ne? Also eigentlich an der Umgebung erkennt man das ganz gut. Weil wir haben ja jetzt momentan finanziell so ziemlich alles erreicht, was man irgendwie erreichen kann. Und ich finde es jetzt halt ein bisschen schwierig so mit dem finanziellen Ding, das in dieser kleinen Hütte irgendwie rauszukriegen. Und ich dachte mir, vielleicht ziehen wir einfach in so einen Gemeinschaftskomplex. Ich hatte auch erst überlegt, ob wir Gerd in die eine Wohnung ziehen lassen und Georgia in die andere. Aber fand ich dann irgendwie doch nicht so gut, weil wir dann beide nicht spielen können und dann ist irgendwie komisch. Deswegen hatte ich jetzt überlegt, dass wir diesen Komplex in drei Teile aufteilen. Ich hätte halt gerne nochmal hier so eine Wohnungstür woanders eingebaut, dass wir hier praktisch noch eine weitere Wohnung schaffen. Das mit den Garagen hier finde ich mega cool. Ich hätte halt irgendwie gerne, dass wir zwei Wohnungen spielen, aber in einem Haushalt. Aber trotzdem noch eine weitere Wohnung haben, damit wir einen nervigen Nachbarn haben. Weil ich will einen nervigen Nachbarn haben. Aber ich fand das Haus an sich halt echt cool. Wir könnten das jetzt natürlich auch noch weiter ausbauen, dass wir sagen, wir machen noch eine Etage drauf oder so. Wäre auch noch eine Option. Ich glaube, da habe ich auch Bock drauf. Jedenfalls kommt heute Hausstylist und am Donnerstag kommt auch nochmal eine Folge Hausstylist. Und falls wir es nicht schaffen in zwei Folgen, kommt am Samstag auch nochmal eine Folge Hausstylist oder am Freitag. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ist jetzt mal vertretend für die Serie Red, weil ich schaffe es nicht doppelt aufzunehmen. Deswegen kommt stattdessen jetzt eine Runde Hausstylist. Aber ich glaube, ihr seid da auch nicht böse drum, weil ihr mögt das ja immer ganz gerne, wenn ich umbaue. Ha, los geht's. Okay, ich hätte gerne eine weitere Etage, zwecks Tür. Die können wir einfach so wuppen, ne? Die packen wir einfach irgendwo rein und haben eine Apartmenttür. Perfekt. So, dann hoffe ich, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das jetzt denke. Zuerst muss mal das Dach hier weg. Wollen wir das hier auch wegmachen? Mir gefällt das halt nämlich nicht so. Deswegen packen wir das jetzt einfach mal weg. Ha, das ist hier momentan auch alles noch, Gott, hier ist echt viel Zeugs drin, ne? Macht mich gerade schon wieder fertig. Okay, wie immer, wir schmeißen einfach alles raus. Ich ertrage das sonst nicht. Und ich brauche Fläche. Ich muss sehen, wie der Raum aussieht. Das macht mich hier alles total fertig. Fenster raus. Wer braucht das alles? So, weg. Was? Oh Gott, was ist das für eine blaue Badewanne? So, einfach alles weg. So, dadurch wird das Apartment allein schon viel günstiger. Und wir können uns hier mal richtig austoben. Ja, Türen und alles kann auch raus. Braucht kein Mensch. Weg mit dem Schrank. Hier, da noch ein Bad. Wunderschön. So, alles weg. So, im Prinzip baue ich ein neues Grundstück, ne? Also, Hausstylist ist ja bei mir eigentlich immer so Haus umgestalten, ohne viel Aufwand. Aber wir entkernen einfach gerade mal komplett alles. Aber finde ich auch mal ganz cool. So, hier haben wir noch fett die Bilder hängen. Da hängt auch noch eins. Sehr schön. Dann haben wir hier den oberen Bereich schon mal leer. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Weg, weg, mehr weg. Ich brauche mehr weg. So, hier hängt auch noch eins mit Tesa dran. Da ist noch der fette PC. Hier hängt auch noch ein Bild. Aber langsam, aber sicher kriegen wir hier langsam alles weg. Voll gut. So, hier Teppich weg, 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 weg. Mehr weg, 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 weg. So, das ist schon mal sehr schön. So, die Lampe hier, das sieht auch aus wie eine Lampe für drin. Warum hängt die hier draußen? Das sind alles so Sachen, die ich immer nicht verstehe. Diese Tür. Können wir die irgendwie umfärben, hübscher machen, so an sich? Weiß finde ich doch schon mal gut. Weiß ist schon mal eine schöne Sache, hier mit Schwarz-Weiß. Da kann das ruhig bleiben, hier wird das auch weiß. Wunderschön, dann haben wir da schon mal einen Anhaltspunkt. Ah, so, hier unten sieht ja auch alles momentan eher noch aus wie Kraut und Rüben. So, ich schmeiße jetzt hier auch die Fenster raus, ne? Das braucht am Ende alles kein Mensch. So, weg, weg, weg. Mehr weg. So, weg, 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 weg. Ach ja, wir haben einfach so viel Geld, dass wir uns da halt einfach auch ein teureres Apartment leisten können. Ich werde unseres, glaube ich, auch nicht komplett einrichten, einfach damit wir noch ein bisschen Geld ausgeben können. Wir machen hier einfach nur überall so eine Grundausstattung rein. Lassen wir die Garagen so? Rein theoretisch könnten wir das tun.
Heißt, wir räumen mal hier noch alles weg. So, diese furchtbare Tür muss auch weg. Da müssen wir dran denken, noch eine neue einzusetzen. Hier wurden sogar zwei Wandregale überschnitten angebracht. Ich bin ja begeistert. So, hier hängen auch noch diverse Sachen an der Wand. Weg, weg, weg. Nee, hier erst Bilder, dann weg. So, hier haben wir auch die Couch rumstehen. So. Hing hier noch irgendwas an der Wand tatsächlich. Oh Gott, das ist ja auch furchtbar. Oh Gott, diese Lampe. Das macht mich alles fertig. So, brauchen wir diesen Stuhl hier draußen? Ich weiß es nicht, aber wir lassen ihn einfach erstmal da. Und warum braucht die Garage hier nur so ein Billow-Fenster? Das verstehe ich auch schon wieder nicht. Die Tür lassen wir drin, haben wir gesagt. Das lassen wir drin. So, hier oben hatten wir auch noch Fenster. Die schmeißen wir auch noch raus. Ich benutze die Fenster immer, ne? Ich würde gerne hier irgendwie mal andere Fenster benutzen. Vielleicht was Kleineres. Ich weiß es nicht. So, jetzt machen wir hier noch die ganzen Wandfarben weg. Müssten wir rein theoretisch nicht, aber es macht sich einfach leichter, wenn wir dann neue Wandfarben setzen. So. Dann ist hier soweit alles ready und ich entkerne das Ding, wie gesagt, komplett. Auch mit Wänden. Das muss alles weg. Ui. So. Langsam kriegen wir doch eine Vorstellung von der Fläche, oder? Langsam, aber sicher wird das schön. Irgendwie ist meine Stimme auch angekratzt, ne? Das mag ich auch schon wieder gar nicht. So, Treppe weg. Ha, die Frage ist auch, packen wir eine andere Treppe rein? Wenn ja, welche? Wir können auch einfach versuchen, hier eine normale Treppe anzusetzen. Wenn ich die jetzt hier hinpacke, baut der mir hier eine normale Treppe hin? Macht er das? Der hasst mich dann aber. Wenn ich hier den Fußboden rausreiße, hasst der mich weniger? Nur mal so eine Frage. Ich weiß nicht mehr, wie man in diesem Sims 2 die Treppen platziert. Vielleicht hasst er auch einfach die Wand. Hasst der die Wand? Oh, jetzt habe ich mehr abgerissen, als ich wollte. Das ist hier sehr kontraproduktiv. Loch. So, und wenn ich jetzt nochmal versuche, hier die Dings reinzupacken, dann zeigt er mir einen Vogel und sagt, cheep, cheep. Das will der auch nicht. Okay, das ist jetzt natürlich ungünstig. Will der nicht. Ach so, wir haben ja da auch den Parkplatz. Nur mal für unser Experiment hier. Muss das mal weg. Lol, geht. Okay, es liegt nur an der Wand, dass es sich da nicht platzieren lässt. Damit können wir arbeiten. Sehr schön. So, Moment. Ich reiße hier doch die Böden jetzt alle raus. Das nervt mich sonst. So, hier alles weg. Dann können wir hier viel besser mit arbeiten. Ich hatte ja über die zweite Etage nachgedacht. Heißt, wir werden hier... ich muss überlegen. Wir machen... Ja, das machen wir in der Hoffnung, dass es klappt. So, ich habe gerade überlegt, wir werden einfach den Spaß, den wir hier haben, ein Stückchen verschieben und einen Anbau in die Mitte machen, damit das alles passt für die obere Etage. So, heißt, wir ziehen hier schön die Wand durch. So, dann haben wir unsere Garagen weiter erhalten und hier werden wir mal den Eingang reinspinnen. Ich hoffe, dass das soweit funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Wenn ich jetzt hier meinen Teppich hinklatsche. Das ist wieder dasselbe Problem in Grün, was wir gerade mit der Treppe schon mal hatten. Und ich hoffe einfach nur, dass es funktioniert. Ja, es ist halt wieder die Kackwand. Okay, wir ignorieren also die Wand hier unten. In der Hoffnung, dass es das einfach geiler findet, wenn da keine ist. So, nochmal das Prinzip. Fußboden? Stört uns der Fußboden? Der hat uns ja vorhin auch nicht gestört. Also stört uns irgendwas anderes. Wenn wir das einfach wieder wegnehmen... Stört uns das weniger? Nee, irgendwas stört uns immer noch. Ich weiß nur nicht, was. Was stört uns? Ich hätte gerne nämlich eine normale Treppe. Das andere fände ich irgendwie doof. Warte, reiß mal die Wand hier einfach auch noch raus. Wird das vielleicht besser? Hier, ciao Wand. Lol, ins Haus, wisst ihr? Ins Haus kann ich das Ganze packen, da wieder nicht hin. Also kann es ja nur an unserer blöden Mittelwand hier liegen. Sei ehrlich, Treppe. Mach mich jetzt hier nicht fertig. Sag mir, dass es der Grund war. Sie hasst mich. Okay, vielleicht muss ich auch einfach hier die Garagendings
weghauen. Wir schauen mal, was dann passiert. Irgendwie kriegen wir das noch hin. Es hasst mich einfach nur. Lass das. Sollst dich dahin platzieren. Aber das macht es nicht. Liegt es jetzt... An was liegt es? Hm. Da ist die Wand. Stört uns die Wand? Lol, wenn uns nur die Wand stört, kriege ich ja hier schon wieder... Lol, es hat nur die Wand gestört. Okay, gut. Ne? So, ich versuche jetzt mal so viele Schritte wie möglich zurückzumachen. So. Okay. Jetzt habe ich wieder halbwegs einen Überblick. Uns hat hauptsächlich diese Wand hier gestört. Heißt, wir reißen die wieder ab. Und gucken mal, ob das reicht. Ansonsten brauchen wir halt noch mehr. Hm. Und ich will halt irgendwie, dass die Treppe ein bisschen weiter nach draußen guckt, aber... Weiter ist vielleicht besser. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Will es das? Nee, das will es auf jeden Fall nicht. Warum will es das nicht? Unterer Treppenabsatz. Was ist jetzt schon wieder nicht in Ordnung? Wir finden das raus. Hier, die Wand fehlt vielleicht, ne? Die Wand ist, glaube ich, das Problem gewesen. Und jetzt ist es wieder die Wand. Aber wir kriegen das noch hin. Dieses Treppending mag einfach keine Wände und das ist okay, ne? Wir müssen das einfach respektieren. So. Und da finden wir die Wand immer noch doof. Sehe ich das richtig? Nein. Es ist wahrscheinlich wirklich das Kack-Garagentor. Nein! Blödes Garagentor. Oder ist es die Wand hier oben? Okay, wir versuchen es nochmal, bevor ich die Wand abreiße. Lol, okay. Es war auf jeden Fall nicht die Wand. So, ich würde mich jetzt trotzdem gerne nochmal für eine Treppe entscheiden. Weil wenn wir jetzt hier schon die Möglichkeit haben, jede mögliche Treppe zu platzieren, würde ich das auch gerne tun. Also luftig finde ich ja ganz gut, ne? Aber dadurch... Die ist eigentlich auch ganz nett, oder? Was haben wir dafür? Geländer? Ich würde gerne einfach irgendein anderes Geländer platzieren. Lässt mich das Spiel? Nein. Das Spiel lässt mich nur das vorgesehene Geländer platzieren. Also entweder so oder gar nicht. Ha, aber rein theoretisch... Wollen wir ja sowieso nur eine Wand dazwischen ziehen, also brauchen wir das vom Ansatz her gar nicht. Hier hätten wir eine rote Treppe, hier haben wir die H&M-Treppe. Auch immer wieder cool. Hm, hier haben wir einfach nur Holz. Wenn wir einfach nur die Betontreppe nehmen. Ja komm, einfach nur die Betontreppe, oder? Läuft. So, das muss jetzt hier dementsprechend auch raus. Kann ich das jetzt hier einfach... Lol. So. Ich wette, die Wand stört auch wieder. Stört die Wand? Ich bin mir unsicher. Irgendwas stört. Wir wissen nur wieder nicht, was. So, versuchen wir es mal wieder so. Es ist so lustig, wie es teilweise dann klappt und wieder nicht. Und ach ja. So, Garagentor. Na. So, perfekt. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder den Anbau rankriegen. So, zu. Sehr schön. So, dann können wir das hier auch gleich noch machen. So, dann haben wir das soweit fertig. Und wie gesagt, irgendwie würde ich halt gerne auch das hier gleich trennen. So, dass wir hier gleich die Aufgänge so separat haben, dass das sich hier gleich, ne? In die richtige Richtung verlegt. So, und dann würde ich hier die beiden Wohnungen gerne auf einen Winzraum hier drin beschränken. Ich sehe hier gerade schon wieder, wir haben ein Säulenproblem. Aber darum kümmern wir uns später. dass wir das vielleicht hier wirklich so hinpacken. Ach ja, die scheiß Treppen müssen noch raus. Hier, weg. So, dass wir das halt hier an der Stelle so mit hinpacken. Hier wollte ich ja sowieso... Jetzt erzählt ihr mal was von der Baugrenze. Manchmal macht es mich fertig, ne? So, dass wir das hier halt so mit hinpacken. So, dann haben wir hier schon, ne, unsere Etage. Hier haben wir das junge Glück. Läuft doch ganz gut, oder? Ich finde es ganz gut.
Ich glaube, hier machen wir einfach nur ein Dach drauf. Ich habe kurz drüber nachgedacht und dachte ich, So, aber rein theoretisch reicht das doch für eine Wohnung hier, oder? Das ist doch vom Grundprinzip her ganz nett. Würde ich hier auch nochmal mit einer Wand abgrenzen. Habe ich jetzt das ausgewählt? Ich sehe gar nicht so. Ja, habe ich. Sehr schön. Ne? Dann haben wir hier so den Eingang und das gefällt mir an sich ganz gut. So. Wehe, das funktioniert später mit den Wohnungen nicht, ne? Dann kriege ich hier einfach mal einen Anfall. Die Wandfarbe, ja gut, können wir meinetwegen lassen. Aber da wir hier den Haushalt Red haben, fände ich Rot auch ganz cool. Haben wir irgendwie noch ein schöneres Rot? Haben wir nur die Vertäfelung? Ich wäre auch nicht, dass es aussieht wie eine Scheune. Okay, krasses Rot haben wir halt echt nur das. Ganz ehrlich, würde ich dann aber lieber anders aufteilen. So, hier haben wir auch noch Wandfarbe drin. Da ist noch was, hier unten ist noch was. So, ich glaube, jetzt haben wir alles ganz gut weg. Dann würde ich tatsächlich das Ganze gerne hier auf den Punkt beschränken. Und nur die Außenteile hier in die Farben packen. So, den Bereich hier noch. Und den Rest hätte ich irgendwie gerne weiß. Einfach nur, damit sich das so ein bisschen... ne? Nicht so komplett ist. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber erstmal ja. Ich wollte ja eigentlich jetzt hier noch eine zweite Etage draufsetzen. Die Frage ist, ist das nötig? Weil wir haben jetzt hier ziemliche Platzeinbußen. Und eine Treppe haben wir auch noch nicht drin. Das ist natürlich gewissermaßen schwierig. So, weg damit. Hier die Wand auch mal raus. Weil momentan ist es noch nicht besonders groß, ne? Das müssen wir ja mal so sehen. Für die Form des Hauses kriegen wir da noch was hin. Ich hätte halt gerne einfach viel Platz. Ist das verwerflich? Wenn wir das einfach nur... Wow, okay, hier kriegen wir eine fette Dachterrasse. Eine Dachterrasse, Leute, das ist... So. Wir packen hier jetzt einfach nochmal das mit drauf. Und dann gibt es jetzt einfach eine fette Dachterrasse. YOLO. So, hier schön, ne? Läuft. Sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber... Nee. Wartet, ich habe noch eine andere Überlegung. Und damit das Haus an sich mehr wie ein Haus aussieht. Nee, nicht du. Du. Packen wir das hier auch noch drüber. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen... Ne? Das Problem ist jetzt nur, wir haben hier keine direkte Wohnungsabgrenzung für den Bereich. Das ist ein bisschen schwierig. Rein theoretisch müssten wir hier außen noch eine Treppe zu hoch führen lassen. Es sei denn, wir canceln das einfach hier in der Mitte. Machen wir das? Das einfach nur durch eine Wand wäre auch krass, ne? Lol, finde ich super. Ach, nee. Wir brauchen mal eben eine Säule. Ich glaube, sonst kriegen wir das hier nicht gehalten. Ich hoffe, das reicht schon. Mal gucken. Nehmen wir jetzt hier erstmal fett den Holzfußboden. Na. Lol, es funktioniert. Sehr schön. Das ist ja mega. So. Ich weiß jetzt gar nicht, kann man jetzt im Zweifel jetzt hier noch ein Dach platzieren? Obwohl so ein Flachdach vielleicht auch gar nicht so scheiße aussehen würde. Hier gerade, Leute, ist ja echt noch ein Stück Dach. Wo war denn das Komplettdach-Ding hier? Hier. So, jetzt haben wir alles weggemacht. Okay, das kriege ich nicht mehr weg, weil ich das ja immer platziert habe. So, das will ich hier aber echt schon gerne weghaben. Also, die Frage, kann ich das jetzt hier drüber ziehen? Ja, nein, vielleicht. Langes Satteldach, kurzes Satteldach. Haha. Ich hätte halt schon irgendwie
gerne eine Mischform. Finde ich ganz cool. Hui. Okay, so kriegen wir es nicht aufgespannt. Da dreht sich es dann automatisch. Warum dreht sich es da und da nicht? Das macht mich schon wieder fertig. So, das ist jetzt ja auch wieder ein bisschen lang geworden. Das kill ich hier nochmal. Dann ziehen wir es jetzt halt auf die lange Version. So, da guckt es ein Stück raus. Sehr gut, dann gehen wir jetzt hier zu unserem Dachwinkel. Gucken wir mal, wie weit wir mit der 30 kommen. Okay, das sieht da richtig schlimm aus. Okay, wir kommen hier auf keinen coolen Dachwinkel. Nur, wenn wir das im selben Maß behalten. Heißt, wir müssen das exakt auf die Länge bringen. Und das kriegen wir so nicht hin. Kriegen wir das so nicht hin? Das macht mich sehr traurig. Es hört dann halt immer da auf, ne? Perfekt. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist gerade... Nee. Hä, was ist denn das hier eigentlich immer? Warum existiert es da draußen? Was ist das? Ach so, das ist das Ding, was wir immer anklicken. Lol. Ich habe nichts gesagt. Ich bin schon leicht verwirrt hier. So, kriegen wir das jetzt wieder auf die passende Länge? Ich habe Hoffnung. Ja, sehr schön. Oh mein Gott. Ja, es gefällt mir. kriegen wir das Rot hier auch noch hin? Sehr gut. So. Die Terrasse hier unten gefällt mir jetzt einfach nur gar nicht mehr. Heißt, die Säule muss ich hier mal verabschieden. Finde ich nicht gut. Kann ich halt nichts mit anfangen. Wir packen den Spaß einfach, glaube ich, nochmal nach hier. Ja. Können wir so, glaube ich, machen. Dann wird dadurch zwar der Garten extrem klein. Aber ganz ehrlich, es gibt schlimmere Dinge. So, Dalle. Ich nehme jetzt einfach mal hier das typische Dingel, was wir hier immer haben. So, wie weit kommen wir hier? Wir kommen nicht ganz rüber. Ein Bummel fehlt. Das ist unfassbar. Oh, und wir haben die Säulchen gelöscht. Nee. Aber egal, kriegen wir trotzdem hin. So, da auch rüber. Zack. Hier mal so weit, wie es geht. So, das war für mich jetzt so ein bisschen der Plan. Damit wir das Ganze hier ein bisschen öffnen, aber es nicht ganz so, ne? Ich weiß auch noch nicht, ob mir das gefällt. Wenn wir es einfach komplett hier rüberziehen, könnten wir doch rein theoretisch auch machen. Wir ziehen es jetzt einfach mal komplett hier rüber. So, was haben wir hier für einen Abstand? Ein 5er Abstand. Okay, 3, 5. Wenn wir das jetzt hier einfach mal so komplett hinziehen, dann passt das rein theoretisch schon wieder. So, brauchen mehr Säue. Ach ja, ist das schön. So. Sieht doch ganz vertrauenserweckend aus hier. Sehr gut. So, die Bäume stören mich jetzt hier halt ein bisschen. So, wir müssen jetzt halt hier ein bisschen nach außen. Was willst du machen? Es passt nicht mehr. Ihr müsst gehen. Aber es ist okay. Ich würde sagen, wir nehmen wieder den Dingens von hier oben. Einfach, damit das alles schön einheitlich bleibt. So, dann ziehen wir halt hier nämlich fett die Terrassen noch mit hin. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Hier würde ich wieder zuziehen. Weil das muss ja kein Mensch sehen hier. So. Und hier in der Mitte auch noch. Ja? Wie rum? Lol, da haben wir keinen Boden drin. Auch gut. So. Ne?
Dann haben wir hier auch noch unseren wunderschönen Terrassenbereich. Das freut mich sehr. Ah, darüber hätte ich jetzt gerne noch ein Dach gepackt. Nee. Okay, wir fangen mal hier drüben an. Und ziehen die Bahn hier noch lang. Und dann kommt da jetzt noch ein Dach ran. Ich hätte gerne tatsächlich so ein Dach hier. Kriegen wir das hin? Mag das mich dann? So, und das jetzt halt minimal tief. So, hier ein paar schöne 20 Grad. Dann können wir da auch noch schön weiter durchgucken. So, wisst ihr? Aber das ist dann irgendwie schon mehr so ein bisschen, was ihr wolltet. Ne? Gefällt mir zwar nicht hundertprozentig hier mit diesem komischen Loch. Wer kam auf die Idee? Aber... Brauchen wir diesen Zaun? Ja gut, dann ist es unser Gartenbereich, den wir gestalten können, ne? Da ist der Zaun rein theoretisch schon wichtig. Brauchen wir aber explizit diesen Zaun? Ich würde, glaube ich, auch nochmal hier unseren Dingens hier bis hierhin packen. Dass das hier auch nochmal klar so als Terrasse erkennbar ist. Fände ich ganz gut. Dann ist vielleicht auch die Lücke hier im Haus nicht ganz so komisch. Taugt mir auf jeden Fall mehr. Macht es denn vielleicht auch Sinn, hier nochmal irgendwie? Ich meine, rein theoretisch haben wir jetzt genug Balkone für alle, aber ich finde die Häuserfront hier halt irgendwie so komisch. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich muss da was machen. Ich finde das sonst echt blöd. Okay, reißen wir die komplette Vierer hier raus. Gönnen wir uns einfach mal. So, und dann packen wir das halt hier noch so rein. Nehmen wir die Wand da auch noch raus? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Hatte ich hier die Wand jetzt rausgezogen? Ja, hatte ich. Okay. Hier ist auch immer noch der Boden drin. Aus Gründen? Keine Ahnung. Ich überlege gerade, brauchen wir hier... Okay, der zieht sich von alleine rein. Aber ich packe den jetzt einfach mal da rein, damit wir hier auch was sehen. Ah, hier wollte ich auch noch ein Stück Dach hinpacken, ne? Was packen wir denn da jetzt für ein Dach hin vor Schreck? Einfach nur irgendein Dach? Vielleicht auch das? Ne, das ist auch wieder nur die Schräge. Kriegen wir das? Das sieht auch... Das kriegen wir so nicht hingezogen, ne? Das wird so nichts. Ja, bleibt uns ja im Prinzip dann nur das. Das ist auch schon wieder längst. Oh, wir haben hier so eine blöde Maßung. Und jetzt können wir es nicht auf Gegenständen platzieren. Ich hasse alles. Da, da, da. Was machen wir denn da jetzt? Ich hasse das. Ja. Wenn wir es höher ziehen, kommt da halt ein Dach hin. Finde ich aber alles irgendwie ungünstig. Das ist auch nur die Betoneinfahrt. Ich dachte gerade, wir hätten dann einen schönen Steinboden. Und das ja einfach mit dem Grau machen. Finden wir auch nicht gut, ne? Also doch lieber der normale Boden hier. Stört das, wenn das hier so viereckig ist. Haben wir nicht irgendwie einen Boden, der... Lol, da ist er. Ich wollte gerade sagen, wir müssen auch irgendwas haben, was hier dazu passt. So, finde ich schon mal viel schöner. Haben wir hier auch so eine tolle, komplette Fläche. Hier kann man noch irgendwas Hübsches hinmachen. So, das kommt da schön drüber. Das können wir hier mal einfärben, so. Hier haben wir auch unsere komplette Terrasse. Habe ich da keinen Dings lang gezogen? Ach nee, hier hatte ich das ja nur so ein bisschen eingeschränkt gehabt. Ich erinnere mich. So, die... Hallo? Die Säulen verabschiede ich dann jetzt auch mal hier. Soweit, so gut. Hier hinten kann noch ein Boden mit rein. Hier haben wir auch noch nichts. So. Und hier hinten, ne? Das nervt mich ja auch richtig. So, das kann jetzt hier auch ein Stück weiter. Rein theoretisch auch bis hier. So. Dann sind wir doch hier ganz gut dabei. Aber ich glaube, ich würde gerne hier noch eine Wand reinziehen. Einfach nur, damit es so ein bisschen abgegrenzter ist.
So, jetzt haben wir da halt unseren tollen Busch nicht mehr, aber mein Gott, ne? Kriegen wir auch so hin. Hauptsache, wir haben ja generell ein bisschen die Fläche. So, ich hau dann auch mal wieder die Säulen hier weg. Ich verschande nur das Bild. Und dann passt das hier, glaube ich, ganz gut, oder? So, hier haben wir schön das Dach. Das passt alles. So, hier haben wir noch keine Wandfarbe. Das passt noch nicht. So, hier noch schön überall drin. Da fehlt auch noch alles. Ich weiß gar nicht, fehlt hier irgendwas? Nö, ne? Sieht alles ganz in Ordnung aus. Da fehlt auch nichts. Ah, wollen wir hier noch ein bisschen Rot mit reinbringen? Könnten wir rein theoretisch tun. Was habe ich hier eigentlich für eine Wandfarbe noch in der Ecke? Geht es da noch ein Stück weiter? Ja, stimmt. Hier ist ja noch die Nische. So. Und da geht es auch noch ein Stück rein. Oh Gott, das ist jetzt hier wieder mega kompliziert. So, da endet es da. Da geht es auch noch ein Stück rein. So. Und hier geht es da noch ein Stück rein. Und da auf der Seite auch. So. Dann haben wir jetzt auf der Ebene auch nochmal die rote Nische. Was machen wir hier oben? Da können wir rein theoretisch die Wand hier rot machen. Die sieht man auch so halbwegs. So. So. Und den Rest machen wir dann auch wieder weiß. Haben wir alles? Ich hoffe. So, hier fehlt noch was. Da fehlt generell noch eine Wand. Ach ja, ne? Wandfarbe wollte ich nicht. Ich wollte gern das Bummel hier. So. So. Und da können wir rein theoretisch auch noch mal mit Rot arbeiten. Dann grenzt sich das noch mal so schön ab. So, Mensch. Das ist auch mal eine Front, ne? Und modern, ne? Wann krieg ich mal modern hin, ne? Das ist ja auch immer so ein Wunder der Natur. Also ich finde es ganz gut. Hier drüben fehlt noch was. Das nehmen wir natürlich auch noch hier in Angriff. Ja, aber bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden, würde ich sagen. Und das war dann auch die erste Folge hier. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann hoffentlich bis zur zweiten Folge. Bleibt da auf jeden Fall dabei und seid gespannt, wie wir das hier lösen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis dann.